Hallo, wunderschönen guten Morgen. Ja, ich wollte hier nochmal live gehen, um nochmal über den Think Big Club zu sprechen. Warum mache ich das Ganze? Ja, es gibt ganz schön viele Beweggründe. Und zwar, wie ihr auch alle hier online unterwegs seid, gibt es wahnsinnig viele Coaching-Programme, super High Price, bla bla Coaching-Programme, die einen zu diesem Fülle-Mindset bringen sollen. Diesen Coaching-Programmen kannst du dich selber umprogrammieren, bekommst einfach Inputs, wie du dein Business aufbauen kannst und so weiter. Das sind diese super Hybrid Coaching Masterminds. Ich habe das Ganze untersucht und ich habe tatsächlich auch jemanden gesucht, der mich vielleicht unterstützen kann bei meinem Online-Coaching-Business, aber ich habe niemanden gefunden. Und zwar, warum habe ich niemanden gefunden? Weil es alles so dogmatisch ist, weil es alle Programme, die gehen nach einem Vorgehen. Man muss das machen, man muss das machen, man muss das machen, damit man erfolgreich sein kann und damit man genug Geld verdient, etc., etc. Und das glaube ich einfach nicht. Ich bin der Meinung, dass jeder mit seinem eigenen Mix, dass jeder auf seine individuelle Art und Weise erstens schon mal alles zur Verfügung hat, was er braucht, um in diesem Leben hier erfolgreich zu sein, sei es im Business, sei es in der Beziehung, sei es im Privaten, sei es im Hobby, sei es was auch immer. Wir haben jetzt hier schon alles. Wir sind alle ausgestattet mit unendlichen Möglichkeiten und unendlichen Potenzialen. Und wir müssen nur dafür sorgen, dass wir so auch denken und fühlen und handeln. Das heißt, dass wir unseren Seinszustand ausrichten. Und unseren Seinszustand auszurichten hat nichts damit zu tun, wie du letztendlich dein Business lebst. Es hat auch nichts damit zu tun, was du anbietest, zu welchem Preis du das anbietest, sondern es kommt alles aus innen heraus, aus deinem Fülle-Seinszustand, aus dem Seinszustand, den du dir endlich erlauben kannst, der nichts mit der Realität zu tun hat, der nichts mit dem Außen zu tun hat, der nichts damit zu tun hat, wie die anderen Leute reagieren, der nichts damit zu tun hat, was vor allem in deiner Vergangenheit war, was du jemals getan und gemacht hast. All das ist völlig unerheblich, denn deinen Seinszustand, den kannst du jede Sekunde, jeden Moment selber bestimmen. Und es geht mir darum, in diesem Think Big Club wirklich die Leute, die da dabei sind, zu ermächtigen, zu stärken und zu sagen, es fehlt dir nichts. Du brauchst nicht noch irgendwas anderes. Du musst auch nichts Spezielles machen, um erfolgreich zu sein, um Erfolg zu haben, um genügend Geld zu haben, um deine Wünsche und Träume und Projekte zu verwirklichen. Sondern du kannst es einfach jetzt tun mit einer klaren Entscheidung für dich. Und zwar für dich und nicht eine klare Entscheidung für mein super tolles Coaching-Programm oder für irgendjemand anders sein Coaching-Programm oder eine spezielle Vorgehensweise oder eine spezielle Art und Weise von Business. Nein, es hat alles damit überhaupt nichts zu tun, sondern es hat nur mit dir selbst zu tun. Es hat nur mit dir alleine zu tun. Es hat nur mit dir, mit deiner Beziehung zu dir selber zu tun. Du brauchst einfach nichts weiter zu tun, als mit dir selber in Ordnung zu kommen, mit dir selber ins Vertrauen zu kommen, dir selber zu glauben, deiner eigenen Intuition zu glauben, deinen eigenen Beweggründen zu glauben, deinen eigenen Potenzial zu glauben und nicht immer alles zu hinterfragen und zu beurteilen und zu bewerten und zu überlegen, ob du gut genug bist, ob das gut genug ist, ob der Recht hat, ob jemand anders Recht hat. Weil all diese Dinge, die wir immer tun und uns angeeignet haben, die tragen einfach nur dazu bei, dass wir zweifeln, dass wir nicht weiterkommen, dass wir uns immer wieder hinterfragen und nicht einfach losgehen in unser tolles Leben, nicht einfach losgehen Richtung unsere Wünsche, sondern uns immer wieder zurückhalten lassen, uns immer wieder hinterfragen und sagen, können wir das jetzt machen? Ist es gut genug? Darf ich das jetzt machen? Kann ich das machen? Kann ich mich so präsentieren? Kann ich mich so zeigen? Was denken denn die Leute? Da. All diese Sachen, die halten uns die ganze Zeit davon zurück, die Dinge zu machen, die uns begeistern. Und Begeisterung ist das, was wir brauchen. Wir können nicht mit einer lowen Energie, mit einer niedrigen Energie großartige Dinge erreichen. Und die hohe Energie, die kommt aus der Begeisterung. Und wer sagt dir schon, wofür du dich begeistern darfst? Du darfst dich für alles begeistern. Und du kannst alles,
alles dazu nutzen, um dich in diesem Leben glücklich und froh zu machen, denn wenn du glücklich und froh bist, sind es andere auch. Und so wie du andere siehst, sind eben andere auch in diesem Leben. Und wie wäre es, wenn wirklich jeder genügend Geld hätte, immer und überall für alles, was sein Herz begehrt? Wie wäre das, wenn jeder, den du triffst, einfach in Fülle leben würde? Warum soll das nicht so sein? Warum gibt es da Unterschiede? Es gibt keine Unterschiede. Wir müssen einfach nur aufhören, diese Unterschiede künstlich zu kreieren. Wir müssen einfach nur aufhören, uns um die Welt irgendwo im Mangel zu sehen und irgendwie zu sagen, oh, der Arme und der kann ja nicht und er hat ja kein Geld. Nein, wir dürfen uns gegenseitig bemächtigen, ermächtigen und uns stärken und stützen und sagen, hey, du nimmst niemandem was weg, wenn du großartig bist, wenn du dich zeigst, wenn du scheinst, wenn du einfach die Person bist, die du vom Herzen aus bist, kannst du keinen Fehler machen, kannst du niemanden verletzen, sondern du kannst nur Vorbild sein und Vorreiter. Und darum geht es in diesem Think Big Club. Wir machen diese Coachings, um genau diese limitierenden Glaubensgrundsätze, Überzeugungen, die in unserer Gesellschaft herrschen, einfach zu übergehen und einfach, da hinten ist mein Hund, einfach zu übergehen und einfach zu sagen, nein, das muss nicht stimmen. Das stimmt doch überhaupt nicht. Auch wenn die Gesellschaft danach lebt, ich kann neue Regeln einsetzen, ich kann neue Regeln implementieren. Und dort lernst du auch, ja, all diese Sachen zu hinterschauen, zu durchschauen, die dich wirklich bremsen von dem, was du wirklich machen willst. Weil es geht nicht darum, dass du das machen willst, was du gelernt hast. Es geht nicht darum, dass du nur das machen kannst, wo du eine Ausbildung hast. Es geht darum, dass du das machen kannst, wonach du dich sehnst, wonach dein Herz brennt, was dich begeistert. Das kann jeder machen und das darf jeder machen. Und deswegen treffen wir uns in diesem Think Big Club zu diesen Coachings, zu Vorträgen von Leuten, die auch die gleichen Probleme hatten, die aber einen Entschluss gefasst haben und gesagt haben, ja, jetzt ist mir alles egal, jetzt gehe ich vorwärts. Und dazu, zu diesem Entschluss, musst du nicht todkrank oder auch so wie ich, einfach total lahmgelegt sein in deiner Gesundheit, sondern diesen Entschluss kannst du jederzeit treffen. Ich gebe zu, ich hätte diesen Entschluss nie getroffen, nie, wenn es mir nicht so elend gegangen wäre. Aber ich sage es euch, wartet nicht darauf, es ist nicht notwendig. Man kann auch so in seine Kraft kommen, man braucht nicht den Turbobeschleuniger des Leidens, sondern man kann ganz einfach die Abkürzung nehmen und den Turbobeschleuniger der Freude wählen und dann vorwärts gehen und sein Leben kreieren, wie man es möchte, weil es ist alles da, für alle, in absolut unendlichem Ausmaß, unendlich. Kannst du dir vorstellen, wie viel unendlich ist? Ich nicht. Da oben ist unendlich. Ja? So sieht vielleicht unendlich aus. Keine Ahnung, was unendlich ist. Ich habe keine Vorstellung. Ich weiß nur, dass es für alle genug gibt und dass wir uns zusammenschließen können und dass niemand jemand irgendetwas wegnimmt. Und deswegen ist es für mich auch cool, jetzt immer mehr Kooperationen und Zusammenarbeiten zu machen, weil es geht nicht darum, dass es zu wenig hat für mich, wenn ich mit Millionen anderen Leuten zusammenarbeiten würde. Dann gibt es einfach Millionen mehr plus unendlich. Wie viel ist das? Ich weiß, ich war nie so gut in Mathe, aber ich glaube, es gibt unendlich. Und darum geht es mir in diesem Think Big Club, einfach das mit euch zu teilen und euch mitzunehmen auf die Reise, auf den Weg in dieses unbegrenzte Leben, in dieses schöne Leben, wo wir einfach alles abstreifen und hinter uns lassen dürfen, was uns jemals beengt und begrenzt hat. Weil es ist nicht nötig, das braucht kein Mensch und es hilft auch kein Mensch, wenn wir so weiterleben. Ja, schaut euch nochmal an, ob ihr Lust habt, dabei zu sein. Wie gesagt, 3 Monate zum Ausprobieren, wenn es euch taugt, bleibt dabei. Ansonsten, ja, verloren habt ihr nichts. Ihr habt in diesen 3 Monaten, habt ihr 3x3, 9 hammermäßige Coachings, eine hammermäßige Gruppe, mit der ihr euch austauschen könnt und wo ihr wirklich das sein könnt, was ihr wollt und eure Träume kommunizieren, weil wenn du dir nicht mal selber zugibst, was du gerne möchtest, was wirklich dein Herz verlangt, wenn du deine Einschränkungen und Bedenken ablegst, dann wirst du es auch nie erreichen können. Diese krasse Ehrlichkeit zu dir selber, dieses krasse Annehmen und Wahrnehmen, was du wirklich, wirklich bist, wonach du dich sehnst, das ist so, so wichtig. Und in der heutigen Gesellschaft ist es halt leider
nicht so unbedingt erlaubt. Da bist du gleich ein Spinner, da bist du größenwahnsinnig, da bist du arrogant und was weiß ich nicht was. Und das ist nicht wahr. Das ist einfach nur eine Wahrnehmung, das ist eine Ansicht, eine Perception, die ist total daneben, bremst alle aus. Und das braucht kein Mensch. Wozu auch? Wirklich, frag dich, wozu? Wieso sollte ich nach diesen Regeln leben? Die bringen mich doch nicht weiter, also lasse ich sie sein. Und da braucht man halt manchmal andere, die einem auch die Erlaubnis geben, die einem zeigen, das ist okay, dass du deinem Herzen folgst, dass du deiner Intuition glaubst und vertraust, denn es gibt nichts Besseres. Der Verstand ist begrenzt. Es ist nun mal so. Und auch das wirst du lernen. Was ist dein Verstand? Wie kannst du ihn nutzen? Wie kannst du ihn aber auch dazu bringen, dass er dein Coach wird und nicht dein Schisshase, der dich die ganze Zeit irgendwie versucht, klein und zurückzuhalten. All das lernst du in den verschiedenen Coachings. Du lernst zu empfangen, du lernst deinen Weg zu gehen, du lernst deinen Mix zu lieben. Dein Leben plus du, das ist einzigartig. Und wenn du nochmal 100.000 Mal das Gleiche machst wie zig andere, so wie du es machst, macht es keiner. Und deswegen ist es einzigartig und wunderbar. Und all diese Sachen, die uns immer wieder in unserem Hirn dabei behindern, die Schritte zu gehen, die wir eigentlich wollen, das räumen wir langsam auf. Wage es, es ist so ein kleines Investment für die 3 Monate und du wirst eigentlich nicht verlieren können, im Gegenteil. Und warum mache ich das? Ja, weil ich es geil finde, weil ich einfach weiß, dass es funktioniert so auf die Art und Weise. Und warum sollte ich es nicht mit möglichst vielen Menschen teilen? Why not? Frag dich das immer. Warum nicht? Genau. Alles so. Alles Liebe, noch einen wunderbaren Tag und danke euch fürs Zuschauen. Ciao, ciao.